verzerren. Ich denke, es hat jetzt jeder einen Sitzplatz, der ein oder andere im Schatten, der andere eher in der Sonne. Im Notfall noch ein bisschen Rücken. Und ein Teil hat sich ja gleich hier unter den Bäumen es bequem gemacht. Ich heiße Sie persönlich ganz herzlich willkommen hier im schönen Lichtenfelser Stadtteil Münden. Wo ist die Vorortsvorsteherin? Da hinten? Nee, da winkt sie zwischen den beiden Herren. Ja, zur Übergabe der Förderbescheide für die Kommunen Lichtenfels, Diemelstadt, Edertal und Burgwald. Und besonders, und das dauert jetzt 2 Minuten, weil wir so viel sind, zumindest kurz erwähnen, wer so alle da ist, das möchten wir schon. Besonders natürlich begrüßen wir, und das innerhalb von noch nicht mal 2 Jahren zum zweiten Mal, unseren Herrn Innenminister Peter Beuth. Herzlich willkommen, Herr Beuth. Wir freuen uns, dass Sie hier bei uns im schönen Lichtenfels und im Waldeck-Frankenberg sind. Unseren ersten Kreisbeigeordneten, Karl Friedrich Frese, mein lieber Karl, auch dir ein herzliches Willkommen. Danke, danke. Unseren Kreisbrandinspektor, Herrn Gerhard Biederbick, herzlich willkommen. Sehr gerne. Weil ich weiß, dass unser Innenminister heute einen straffen Tagungsplan hat, begrüße ich jetzt so ein bisschen am Block, und wenn ich eine kurze Pause mache, dann darf dort applaudieren. Ich begrüße natürlich auch ganz herzlich die Vertreter unserer 3 befreundeten Kommunen und stellvertretend für die Kommunen Herrn Bürgermeister Elmar Schröder Diemelstadt, den ersten Beigeordneten Gerd Hartmann von der Gemeinde Edertal sowie den Beigeordneten der Gemeinde Burgwald Theo Figge. Auch euch und Ihnen herzlich willkommen hier in Lichtenfels. Pause. Dann begrüße ich die Abgeordneten, das ist einmal vom Deutschen Bundestag unser Armin Schwarz, das ist vom Hessischen Landtag, jetzt gucke ich mal, ich hoffe, jetzt vergesse ich keinen, die Claudia Ravensburg, der Daniel May und den Jan Wilhelm Pohlmann, da ist er ja, den hatte ich auch gesehen, auch euch ein herzliches Willkommen hier bei uns in Lichtenfels. Lieber Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Abgeordnetenkollegen aus dem Deutschen Bundestag, lieber Armin und aus dem Hessischen Landtag, freue mich, dass ihr heute hier mit dabei seid. Ich habe, Herr Bürgermeister, Ihre Kommune und die Termine hier in guter Erinnerung und deswegen komme ich natürlich gerne wieder. Freue mich auf die Bratwurst und will aber noch ein paar Bemerkungen vorne weg machen, bevor ich mich darauf freue, dass der Kreisbeigeordnete dann hinterher noch sozusagen nach mir noch mal alles zusammenfassen wird und richten wird. Aber es gibt heute noch ein Rückspiel, ne? Also freue ich mich. Also ich freue mich, hier zu sein, und ich finde, wir haben heute 4 wichtige Bescheide, die wir übergeben. 4 wichtige, wie Sie haben schon gesagt, wichtige Signale auch in Richtung der Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, und deswegen freue ich mich, dass wir hier in einer so schönen Runde zusammengekommen sind. Als ich vor 25 Jahren in den Hessischen Landtag gewählt worden bin, haben mir meine Feuerwehrkameraden aus der Feuerwehr Wehen, da bin ich zu Hause, Wehen, kleiner Werbeblock, das sind die, die im Moment Spitzenreise, ja, Bundesliga, ja gut. Also die Kameraden aus Wehen mit auf den Weg gegeben, das Feuerwehrhaus, das wir vor mehreren Jahren beantragt haben, müsste doch jetzt endlich mal in die Förderung kommen. Kümmer dich gefälligst mal darum. Damals hatten wir einen furchtbaren Antragsstau. 100 Millionen D-Mark war der Stau groß 1999, als Volker Bouffier ins Innenministerium zog und für die Feuerwehren dann die Verantwortung hatte. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir das nicht nur 1999 auch für die Feuerwehr Wehen relativ schnell gelöst haben, sondern dass wir über die Jahre hinweg ein System gefunden haben, dass wir heute sagen können, so etwas wie einen Antragsstau als solches, den gibt es eigentlich nicht mehr. Es wird zeitgemäß, zeitgerecht, werden den Erfordernissen der Städte und Gemeinden Rechnung getragen. Und da bin ich allen Beteiligten sehr dankbar, auch Herr Kreisbrandinspektor, den Landkreisen, die natürlich eine gewisse Priorisierung hier vornehmen und mit dafür Sorge tragen, dass wirklich eben auch nach Notwendigkeiten entsprechend in der richtigen Reihenfolge gefördert werden kann. Aber Sie haben eben in Ihren Worten am Ende
das Wichtigste gesagt, und das sind eigentlich nicht die Bescheide, und es ist eigentlich nicht das Feuerwehrhaus, es ist eigentlich nicht das Fahrzeug, sondern es sind die Kameraden, die wir heute und in Zukunft für die Bewerkstelligung der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger benötigen. Und das ist eigentlich der ganz entscheidende Punkt. Letzte Woche war ich beim Hessischen Fußballverband bei einer, die haben so einen Grillabend gemacht zum Sommerfest, und bin auf dem Heimweg in dieses Unwetter geraten, was unter anderem auch am Frankfurter Flughafen, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die Bilder. Letztes Jahr hatten wir so viele Waldbrände wie noch nie. Letztes Jahr haben wir Hunderte oder Tausende von Waldbränden zu löschen gehabt, überall im ganzen Land. Haben das, wie ich finde, nicht nur gut gemeistert, auch in den ganz herausfordernden Situationen. Waldbrände gibt es immer mal wieder, aber es gab auch Situationen, wo wir wirklich über mehrere Tage dafür Sorge tragen mussten, dass wir dann das Feuer ausgemacht bekommen haben. In diesem Jahr dann am Frankfurter Flughafen, Sie haben die Bilder gesehen, wo das Wasser sozusagen dort in der B-Ebene über die Rolltreppen gerutscht ist, an diesem Abend alleine in Hessen 1000 Einsätze von freiwilligen Feuerwehren im Lande Hessen, freiwillige und Berufsfeuerwehr. Und da kann man eigentlich sozusagen sehen, an einem Abend 1000 Einsätze. Und da kann man eigentlich sehen, wie wichtig unser Hilfeleistungssystem ist, was wir uns aufgebaut haben in 421 Städten und Gemeinden. Praktisch überall gibt es eine Feuerwehr in den einzelnen Ortsteilen. Manchmal sind sie zusammen, aber in der Regel haben wir in über 2000 Orten haben wir eine eigene selbstständige Feuerwehr, die dafür sorgt, dass wenn irgendwo Wasser niedergeht und ein Keller verläuft, dass einer kommt, der es auspumpt. Oder auf der anderen Seite, wenn in der Gemarkung irgendwo ein Feuer oder eine technische Hilfeleistung zu lösen ist, dann rückt die Feuerwehr aus. Es ist hier von zuwendungsfähigen Ausgaben von 737.000 Euro auszugehen. Davon gibt es eine Förderung, von uns in Höhe von 221.000 Euro, was zuwendungsfähige Ausgaben sind, was Förderfähigkeit angeht, auch was die einzelnen, also die Leistungsfähigkeit der Kommunen spielt da immer mit einer Rolle, nur um es auch gleich mitgesagt zu haben. Aber ich finde, es ist eine anständige Unterstützung. Ich unterstütze Sie sogar noch mit so einem wunderbaren Schild, was Sie dann dort aufhängen können. Und weil wir wissen, dass wir uns in die Kommunen besonders zu kümmern haben, haben wir auch die Schrauben für das Schild mit. Alles Gute. Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20 mit Druckzumischanlage DZA. Zuwendungsfähige Ausgaben sind 322.000 Euro und die Zuwendung beträgt 64.460. Ich finde, vor allem, das ist ein ganz schöner Antrag. Ja, vielen Dank. Okay. Mir der Hartmann angekündigt. Jawohl, Herr Hartmann. Der erste Beigeordnete. Ne? Jawohl. Jawohl. So, da gibt es eine zuwendungsfähige Ausgabe von 200 und knapp 70.000 Euro für ein Staffellöschfahrzeug 20 für die Freiwillige Feuerwehr Bergheim-Gifflitz. Und die Zuwendung beträgt knapp 100.000, nämlich 94.325 Euro. Auch hier gut angelegtes Geld, das weiß ich. Alles Gute. Herzlichen Dank, Herr Minister. Okay, komm mal her, da kriegt der Bürgermeister gleich die Schrauben. Ja, da werde ich mir mal überlegen. Ne? So, der Wehrführer ist Schild. Ja. Und für den Stadtbrandinspektor haben wir bei zuwendungsfähigen Ausgaben von 550.000 Euro haben wir eine Zuwendung in Höhe von 192.500 für den Neubau des Feuerwehrhauses. Sie haben eben davon gesprochen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Münden. Auch hier bin ich sicher, es ist gut angelegtes Geld. Alles gut. Dankeschön. Für den Brandschutz an erster Stelle.
Und ich sage immer, das ist ein ganz besonders guter Tag heute für die Bürgerinnen und Bürger der vier Kommunen hier im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Denn alles das, was wir machen, was der Staatsminister und der Bürgermeister so wunderbar beschrieben haben, das machen wir für die Menschen in Waldeck-Frankenberg. Auch für die, die die Leitstelle anrufen und sich beschweren, wenn es nachts die Sirene geht und sie nicht schlafen können. Das kommt leider auch immer öfter vor und gehört zur Wahrheit. Und ich bin Ihnen sehr verbunden, dass mit dieser gemeinsamen Übergabe von vier Bescheiden, zweimal für die Fahrzeuge und zweimal für die Gerätehäuser, auch seitens der Hessischen Landesregierung und des Hessischen Landtages heute ein Zeichen gesetzt wird. Das ist eine markante Spur, die heute nach Waldeck-Frankenberg gelegt wird, nämlich wir tun an unterschiedlichen Standorten überall auf den Landkreis verteilt, einmal Nord, einmal Süd, einmal Ost, einmal West, etwas Gutes zu verbessern, den Brandschutz. Und ich will auch nicht unerwähnt lassen, Sie alle wissen ja, ich bin ja schon 3 Tage und 4 Monate alt und kenne Feuerwehr und Brandschutz seit über 40 Jahren auch beruflich oder ehrenamtlich und bin den Feuerwehren verbunden. Es hat Zeiten gegeben, Herr Minister, und da brauchen Sie mal Ihre Arbeit nicht unter den Scheffel zu stellen. Da war das schwieriger. Da haben wir gearbeitet und geoxt, dass wir Prioritätenlisten an den Start bekamen als Behörde beim Landkreis Waldeck-Frankenberg. Und dann haben wir immer wieder Tränen putzen müssen bei den Stadt- und Gemeindebrandinspektoren und den Bürgermeistern, weil halt die Prioritätenlisten doch nicht umgesetzt werden konnte und manchmal auch wichtige Vorhaben entfielen. Das ist seit vielen Jahren nicht mehr so. Und das ist auch Ihr Verdienst, Verehrter Herr Beuth. Das geht bei uns relativ pflegeleicht. Herr Biederbick bespricht das mit den Stadt- und Gemeindebrandinspektoren. Dann haben wir die Bürgermeisterdienstversammlung. Und dann machen wir eine Prioritätenliste, die Familie, die Kameradinnen und Kameraden und die Bürgermeister, die zähle ich dann mal mit zu den Kameraden, sind sich einig und alle wissen, ja, das Land hält seine Zusage ein und erfüllt das. Und was wir auf der Liste haben, wird gefördert und da ist in den vergangenen Jahren sehr viel getan worden für den Brandschutz in Waldeck-Frankenberg und dafür bin ich Ihnen zutiefst dankbar.